Herzlich willkommen in der Klinik für Kardiologie des Augusta Krankenhauses Düsseldorf. Wir möchten Sie so anschaulich wie möglich über den Ablauf unserer Herzuntersuchungen informieren. Mein Name ist Rolf-Michael Klein, ich bin Chefarzt der Abteilung für Kardiologie im Augusta Krankenhaus im Verbund katholischer Kliniken Düsseldorf. In einem ersten Patientengespräch erklärt Patient Janusz Golor seine Beschwerden, die Professor Klein einen ersten Eindruck über die Erkrankung geben. Anhand eines EKGs kann Professor Klein erkennen, dass Herr Golor an einem Vorhofflimmern leidet. Das Vorhofflimmern ist ein ganz chaotischer Rhythmus, der häufig Beschwerden auslöst, wie Luftnot, nicht mehr belastbar sein, Herzrasen, Unruhegefühl. Als Behandlungsmethode empfiehlt Professor Klein eine Ablation, also eine Verödung des betroffenen Herzgewebes. Der Nutzen der Ablation ist, dass anhaltend keine Herzrhythmusstörungen mehr auftreten und dass der Patient wieder ein ganz normales Leben führen kann. Vorhofflimmerablationen werden in einem der drei Katheterlabore des Augusta Krankenhauses durchgeführt. Hierfür wird eine Stelle an der rechten Leiste lokal betäubt und eine Schleuse eingebracht, über die der Kardiologe drei dünne Kabel, die sogenannten Katheter, bis ins Herz führen kann. Das Augusta Krankenhaus verfügt über die Möglichkeit, die Pulmonalvenen mithilfe des sogenannten Cartomapping-Verfahrens als 3D-Bild darzustellen. Dies hilft dem Kardiologen, einen Katheter so zu positionieren, dass er mithilfe von Strom die elektrische Leitfähigkeit des Herzgewebes an einer Linie unterbrechen und somit die Rhythmusstörungen beheben kann. Nach der erfolgreichen Behandlung wird die Wunde mit einem Druckverband verschlossen. Anschließend wird der Patient wieder auf die Station verlegt, wo er mindestens 12 Stunden ruht, um eine Nachblutung der Wunde zu vermeiden. In den meisten Fällen kann der Patient das Krankenhaus dann am nächsten Tag wieder verlassen und ist mit einer hohen Erfolgsquote dauerhaft von den Beschwerden befreit.